So, hallo alle. Diesmal etwas Ungewöhnliches. Diesmal mache ich ein Let's Play. Normalerweise mache ich keine Let's Plays. In meinem alten englischen Kanal habe ich früher ein paar Let's Plays gemacht, aber dann schon lange nicht mehr. Dies ist jetzt eine Ausnahme sozusagen, weil das ist wirklich ein etwas ungewöhnliches Spiel, ja, falls man es überhaupt Spiel nennen kann, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll. Inuigi, ja, auf dem Pico 8, ja. Der Pico 8 ist im Prinzip, ja, ungefähr so wie der Atari, so ein bisschen, ja, der Atari 2600. Ich denke, damit kann man es am ehesten vergleichen. Bis auf, dass es den Pico 8 natürlich gar nicht wirklich gibt. So, jetzt habe ich immer noch nicht so richtig verstanden, wie ich hier eigentlich. Ach so, okay, hier bin ich. Okay, also, wie ihr seht, bin ich Inuigi oder eigentlich eher Luigi. Ja, aber es ist nicht so, dass das typische Super Mario Spiel, es sieht so aus, aber ja, ihr merkt schon, hier komme ich gar nicht mehr weiter, ja, weil das ist nämlich so, ich kann überhaupt nicht springen, ja, weil wenn ich nach oben drücke, dann passiert das, ja, nämlich Luigi erinnert sich ja, an die Vergangenheit und denkt nach, teilt seine innersten Gedanken mit euch. Ja, es ist ganz interessant, weil es gibt so ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte. Ja, aber es ist natürlich alles so eine total depressive Hintergrundgeschichte. Ja, weil ihr seht schon, er ist ein bisschen depressiv hier, unser Luigi. So, hier kommt man jetzt auch nicht mehr weiter. Ja, also ihr merkt, es geht ja überhaupt nicht darum, irgendwo hinzugehen. Ja, einzige, was man machen kann, ist eben über die Vergangenheit nachzudenken. Ein bisschen rumlaufen kann man. Es kommen irgendwie immer andere Levels, aber wirklich weiterkommen tut man nicht. Egal, wo man hinläuft. Also der einzige Sinn ist wirklich bloß, sich an die Vergangenheit zu erinnern und ab und zu rauchen, ja, das ist nämlich, was Luigi macht, wenn man nach unten drückt, ja. Wenn man nach oben drückt, erinnert er sich an die Vergangenheit. Und wenn man nach unten drückt, raucht er. Ja, ich weiß nicht, ob das, ja, für Kinder sicherlich nicht so gut geeignet. Wobei, das wäre eigentlich witzig gewesen, ja. Stellt euch mal vor, ja, so im originalen Super Mario Bros., ja, kommt plötzlich eine Welt und die ist dann so, ja. Das wäre sicherlich interessant gewesen. Und diese Hintergrundgeschichte, wo er hier gemacht hat, ist auch sehr interessant. Das ist natürlich alles sehr melancholisch, ja. Aber man erfährt endlich mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte, wo man im Originalspiel irgendwie nicht so erfahren hat. Ja, weil einfach nur, ja, hier, rette die Prinzessin und das war's eigentlich, ja. Aber diese ganzen Konflikte und diese ganzen Kontroversen, die dahinter stecken, die wurden irgendwie ignoriert. Und Luigi erinnert sich jetzt daran, ja, zum Beispiel, ja, so Sachen wie, ja, warum eigentlich Blöcke in der Luft fliegen, ja, also, ne, Blöcke sind einfach so in der Luft, die hängen da in der Luft so rum, macht eigentlich keinen Sinn. Und keiner hat je drüber nachgedacht, aber hier Luigi denkt zum Beispiel darüber nach, oder er denkt darüber nach, ja, wie schrecklich sich sein Bruder verhalten hat, ja, einfach da auf diese wehrlosen Koopas zu springen und die tot zu quetschen, ja, und lauter so Sachen, ja, oder dass auch irgendwas nicht stimmt, ja, mit dem Kampf mit Bowser, ja, es war viel zu einfach, ja. Mario brauchte bloß, ja, diese Axt da zu holen und das war es eigentlich schon, ja. Warum lag da die Axt? Warum hat Bowser die da hingelegt? Ja, das war doch ein abgekartetes Spiel, ist doch ganz klar, ja. Und natürlich diese ganze Geschichte, ja, mit der Prinzessin und Eifersucht und ja, was da nicht noch so alles dahinter steckt. Sehr interessante Hintergrundgeschichte, ja. Sehr melancholisch, sehr philosophisch, ja. ja, und die ganze Hintergrundgeschichte ist ziemlich lang.
Am besten ihr guckt es euch selber an. Ja, also ihr merkt schon, es geht wirklich um Luigis Gedanken hier, ja? Was er eben erlebt hat. Und das ist wirklich eigentlich gut geschrieben, aber es ist ziemlich lang, deswegen werde ich das jetzt nicht euch alles zeigen. Guckt euch selber an. Ihr findet es, wenn ihr nach Inuigi sucht, ja.